leichte Vorteile auf dieser Map hat. Das heißt, die Knife Round hat schon so einen kleinen Entscheidungsfaktor, aber der ist wirklich nicht so groß. Und ja, auf der anderen Seite kann man als CT das Tempo auf Overpass eigentlich sehr gut bestimmen. Offensivakzente sind hier sehr gut möglich. Bergen aber auch immer das Risiko, dass man natürlich Spieler schnell verliert und dem Gegner damit unnötig viele Räume gibt. Die Knife Round geht wieder an die Panthers, die damit ein weiteres Mal die Seitenwahl haben und wieder auf der CT-Seite stehen werden. Die Rotationswege für die CTs extrem kurz, Fakes sehr, sehr schwierig und Fakes, das war ja auch das Stichwort auf Mirage. Damit konnte Devisen wirklich sehr viele, was heißt sehr viele, wirklich gute Runden auf ihrer T-Seite holen. Das wird hier auf Overpass wahrscheinlich nicht so leicht und beide Teams sind auch instant bereit für die Pistol Round. Devisen gegen die Panthers, geht auf Map Nummer 2, gebt nochmal ein bisschen Gas im Chat und feuert euer Team an. Denn hier geht es natürlich für die Weißen darum, endlich mal einen Sieg zu bekommen. Die haben bisher noch keinen Sieg und die Jungs von den Panthers, die wollen ungeschlagen bleiben. Hier Mantu, offensiv, wird aber direkt getradet und der Doppel von JDC und Andy, das heißt in der Mitte null Chance für die Weißen. Schöner Offensiv-Move von den Panthers, Ablenkung aus der Mitte und von Erlang dann zugeschlagen. Die Bombe ist down. Und die Idee, wie man das lösen möchte, sieht sehr interessant aus bei Devisen. Sie pushen über den B-Spot. Hier wartet dann noch Dude und der trifft gegen Merker. Das heißt, nur noch Kirby übrig. Der gegen 4 und wird direkt von EZFN geholt. Auch da war ein bisschen Ablenkung dabei. Absolut keine Chance. Das ist die dritte von 4 möglichen Pistols, die die Panthers jetzt gewonnen haben. Und Devisen wird wahrscheinlich wieder mit einem gelben Nachteil starten. Sie forcen diesmal nicht rein. Und ich denke, das wird die neue Meta, Freunde. Also in die Eco gehen und es gibt zwei Szenarien. Wenn du in der Eco, oder sagen wir in der zweiten Halbzeit, wenn du hochführst und die Pistol dann verlierst, dann kannst du auf der T-Seite mal einen Force-Buy spielen, der sehr potent ist. Auf der anderen Seite in der ersten Halbzeit Pistol-Runde verlieren, eine Eco danach kaufen, läuft super. Im Endeffekt sind wir diese verdammte zweite Eco losgeworden. Ich find's okay. Ich find's insgesamt okay. Aber bei eindeutigen Halbzeiten kann es natürlich dazu führen, dass dieser Money Change dazu führt, dass die Partien noch schneller beendet werden. So, Andy, ja, den Spieler unten auch gesehen. Flawless diese Runde über die Bühne gegangen. Wir haben 5 SMGs bei den Panthers. Das ist natürlich die Gelegenheit für die Weisen. Ich glaube nicht, dass die Panthers jetzt hier upgraden werden. Die nehmen das als Bonusrunde mit. Und spielen dann, spielen sogar mit der AWP bei Andy. Okay, also die MP9 weg, die AWP 4 MP5, CSGO im Jahre 2018. Okay, EZFN flasht sich in die Mitte, AE hinterher, das Duell darf er da eigentlich nicht eingehen. Jetzt rennt er einfach hier vorne hin, die Flash kommt aber zu kurz, er kriegt den Frag und kommt auch noch raus. Die Flash kam noch gut genug für die Spieler, die weiter links an der Wand standen. Der Refrag ist aber da, EZFN zu spät mit der Smoke, die ihm etwas mehr Deckung geboten hätte. Andy an der Minitreppe, aber erstmal geht Devisen auf die Alarmkontrolle. Ganz klar, da haben sie den Distanzvorteil. Was mir ein bisschen fehlt, ist der Spieler, der an B abzielt. Ist immer sehr wichtig, um den weiten Flank des Gegners auszuschließen. Auch keine Underground-Kontrolle. Das heißt, Devisen spielt entweder einen direkten A-Push überall lang. Dafür haben sie ein bisschen zu viele Steps gemacht. Aber Andy, das ist unglaublich. Er zielt gerade weg. Selbst mit Timing-Pech gegen ihn macht er noch den Kill. Und entschuldigt, da ist die Bombe auch noch vorgelaufen. Das heißt, die Bombe gespottet. Dementsprechend rotiert jetzt schon ein dritter Spieler langsam Richtung A. Wobei JDC bleibt hier noch stehen. Wahrscheinlich, weil man die Bombe nicht so gut halten kann. Aber das ist doch gerade der Vorteil auf Overpass, liebe Panthers. Ihr könnt einen ins Window schicken, der sehr schnell auf A, sehr schnell auf B supporten kann. Aber sie entscheiden sich eher dafür, weil sie aus defensiven Positionen nicht viel machen können, offensiver jetzt an B zu decken. 30 Sekunden, die Bombe immer noch nicht gepickt. Jetzt haben sie Mantu da bekommen. Andy steht noch hinten am LKW. Jetzt muss es schnell eine Rotation geben. Und Dude wird wahrscheinlich zur Bank gehen. Da ist er dann näher dran. Andy aber mit einem leichten Schuss gegen Merker, der dachte, die Flash wäre besser gekommen. So, Dude mit der Flash Richtung lang. Das heißt, auch da nochmal ein paar Sekunden rausgeholt. Jetzt noch 10 Sekunden in der Waffenrunde. Hat Devisen meiner Meinung nach viel zu lang gebraucht. 5 Sekunden, die Bombe ist noch nicht gelegt und das wird nicht durchgehen. Das ist zu spät, einfach wegbleiben, JDC, und die Runde geht an die Panthers. Ich weiß nicht genau, was sich Devisen da gedacht hat. Die sind wahrscheinlich fest davon ausgegangen, dass die Panthers jetzt mit mehr Leuten die Bombe abzielen werden.
und wollten deswegen über kurz flanken. Und dieses Aufbauen hat viel zu lang gedauert. So, JDC und Co. Da sind noch Mantu und Dude dabei. Die drei decken B. Und wieder spielt man mit ECFN sehr aggressiv in der Mitte. Der merkt, dass da keiner vorkommt. Und jetzt kommt hier so eine tiefe Smoke unten rein. Ganz fieses Teil. Da kann er sich natürlich nah dran stellen oder weit weggehen. Und der Gegner hat keine Ahnung, was davon gespielt wird. Und ECFN, der... Ich dachte gerade, er pusht sogar durch. Okay, deswegen ist er kurz eingegriffen. Was macht die Weisen? Sie spielen auf B-Kurzkontrolle, gehen darüber in den Underground. Da konnte Kirby in der Runde natürlich nicht viel machen. Die spielen auch nochmal einen Force bei. Interessant. So, und jetzt sogar vier Leute auf B. Es riecht für die Panthers nach B, aber ohne die Underground-Kontrolle kann die Weisen hier auch schon komplett in der Mitte stehen. Also eigentlich müssten sie jetzt einen Spieler wieder hochschieben. Das ist viel zu viel geredet gerade von den Panthers. Aber ich meine, in dem Moment hat ECFN auch wieder die Info, wenn er hinter den Boxen springt. Die Weisen hat die Zeichen der Zeit dann nicht erkannt, wahrscheinlich auch nicht erkennen können, was genau ECFN da spielt. Wie gesagt, die gehen wahrscheinlich davon aus, dass er sich einfach mit der Smoke dann nach einer gewissen Zeit zurückgezogen hat und dann irgendwo offensiv in der Mitte abzielt. Sie merken, dass das jetzt nicht der Fall ist. Zweiter Spieler jetzt wieder mit an A. Der Spieler vor B hat auch ein bisschen wenig Stress gemacht. Die Fakes sind super schwer durchzuziehen. Wie viel Utility da noch dabei ist bei Devisen. Ja, jetzt kommt Window Smoke. Molotov zu den Fässern. Kann man sich natürlich vorne an die Säule stellen. Oh, wow, wow. Doppelkill, aber Dude noch hinter der Säule. Der wird jetzt umlaufen. 11 Sekunden. Die Bombe ist noch nicht am Spot. Ein 1 gegen 2 für Merker. Der geht hier auf den Plant. Andy springt nach vorne. Schnappt ihn sich da durch die kleine Kante. Auch hier wieder kein Plant für Devisen. Und der wäre wichtig gewesen. Denn Devisen hat jetzt 4 Runden in Folge verloren. Hätten sie den Plant mitgenommen, hätten sie super sauber kaufen können. So macht eine Pistol-Kevlar-Eco eigentlich mehr Sinn. Aber sie spielen nochmal einen Force-Buy. Okay, ich muss mich ein bisschen regulieren. Aber sie kaufen halt echt komplett runter. Also, nee, das geht mir echt nicht in den Kopf. Sie wissen, dass die Runde teuer war. Es ist wahrscheinlich der Versuch, die Panthers zu resetten. Da kommt der schnelle B-Go. Den müssen sie mit dem Equipment natürlich spielen. Aber da fehlen gerade die Frags. Und Dude kommt noch unten ins Wasser rein. Er geht nicht mal down. 46 HP. Mantu und JDC dazu noch mit Kills. Dominik fängt zumindest einen Backstep ab. Aber da steht immer noch Andy mit der AWP. Im 2 gegen 2 macht Andy den Frag gegen Dominik. Und damit ist Puls G, the one and only, noch hinter der Säule. So, Puls hofft noch auf einen Fehler. 1,20 und wir haben einen 1-on-2. Super schwer für die CTs, da jetzt das richtige Timing zu erwischen. Aber sie haben es geschafft. Mantu im richtigen Moment da an der Säule abgezielt. 5:0 für die Panthers. Devisen geht super viel Risiko mit solchen Calls ein. Ich bin echt kein Fan davon, in der Runde dann nochmal so all-in zu gehen. Mit Pistol Kevlar hätte man den schnellen Go auch spielen können. Aber die Art und Weise der Tempowechsel zu offen, was heißt zu, nicht zu offensichtlich, sondern zu es ist zu viel wert, um das in der Pistol-Kevlar-Eco zu spielen. Deswegen gehen sie in den Force-Buy. Also ich kann grundsätzlich verstehen, was Devisen davor hatte, warum sie das mit einem Force-Buy gespielt haben. Aber es hat sie meiner Meinung nach etwas viel gekostet. Auch wenn das hier jetzt ein halbwegs ordentlicher Buy ist. Aber zweimal Galil anstatt der AK. Ist natürlich auch unschön. So, ECFN. Sie spielen das mit dem Alang-Setup. ECFN in der Toilette mit Blick Richtung Underground. Muss ein bisschen aufpassen. Das wird gepre-fired. Oder zumindest geshoulder-peaked. Manchmal ist der kleine Schlitz ein bisschen besser. Genau. Einfach den Gegner auch ruhig durchlaufen lassen. Ja, wurde abgezielt. Gehört dazu. Und Andy. Erstmal vorne. Dem Frag gegen Kirby, dann zurück Richtung Alang. Und ich glaube, er hat schon die ein oder andere Support-Flash bekommen. Also das Timing ist da und sogar der Molly vorne hin. Warum wir jetzt hier auf Dude hängen, keine Ahnung. Mantu ist viel interessanter, denn er macht einen Frag durch die Smoke. JDC jetzt sogar mit dem Pick gegen Merker. Andy zieht an Alang nochmal rum. Und da merkt man, dass jeder einzelne Panther-Spieler ziemlich genau weiß, was er zu tun hat, wenn bestimmte Szenarien eintreten auf Overpass. Das sieht sehr gut aus von den Rotationen. Gerade wie Andy sich da verhalten hat. Auch hier dieser super saubere Shot noch auf Puls G.
predicted, dass der Gegner um die Ecke steht. Und wieder, auch eben auf Mirage, war es beim Stand von 6:0 die taktische Pause von Devisen. Wieder müssen sie sich besprechen. Und es macht auch durchaus Sinn. Denn sie haben viel versucht. Sie sind über Alarmkontrolle schon mal vorgegangen. Kleines Missplay, dass die Bombe da schnell down gegangen ist. Aber dann haben sie über B-Kurzkontrolle Richtung Mitte gespielt. Sehr ungewöhnliche Runde. Das war, meine ich, auch ihre erste Waffenrunde. Ein schneller B-Go war dabei. Also wir haben ein sehr breites Spiel bisher von Devisen gesehen. Zumindest taktisch aufgestellt. Vielleicht ein bisschen mehr abwarten. Schwierig. Die Panthers nehmen dir die Räume auch gerne mal weg. Gerade wenn sie viel Utility haben. Wird ein Molotow in die Mitte kommen. Zwei Spieler vor. Und dann musst du die Mitte eher zurück einnehmen. Was dich Utility kostet, die du später beim Go vielleicht sogar brauchen kannst. B sah gar nicht so schlecht aus. Es muss jetzt wahrscheinlich erstmal, sie sollten vielleicht erstmal Mittelkontrolle herstellen. Denn was auch auffällt, ist, dass die Panthers gerne vom Spot verteidigen. Also Mittelkontrolle, am besten über den Underground. Dieser B-Kurz-Move, Underground-Kontrolle, darüber in die Mitte, dazu noch einen oben raus. Und wenn man die Kontrolle hat, zügig zurück Richtung B aufbauen. Wäre ein Ansatz, um die Panthers ein bisschen am B aufzulockern. Und dann eben mit guten Smokes auf den Spot drauf fahren. Die Granaten können sie beide weisen, das haben wir gesehen. Aber ich würde gerne sehen, dass sie am Anfang eben den Spot ein bisschen auflockern, indem sie in der Mitte Stress machen und die Panthers etwas defensiver schieben. Und wenn sie das richtige Zeitfenster erwischen, dann kann es auf B funktionieren. Aber essen könnte. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten, die mir jetzt nicht in den Sinn gekommen sind. Erstmal muss es eh eine Eco sein. Pause auch wieder raus. Und vielleicht ja mal aus einer Eco heraus gewinnen. So, ECFN. In der Mitte wieder die Flash. Aber sie sind einfach am Molly vorbeigelaufen. Damit die Spielplatzkontrolle. So, und zu was führt das Dude hier? Mit der kleinen Nate da gegen Pulse G. Er hat auch gesehen, dass Kurz jetzt eingenommen wird. Diesmal stehen sie halt an Kurz, also zielen Toiletten und Kurz außen ab, lassen da lang offen. Und ECFN mit dem First Strike gegen Kirby. JDC dann noch den Solospieler bekommen. Das sind alles so Duelle, für die man die Panthers auch bestrafen könnte. Es sind recht offene Positionen. Gerade die von JDC, die von ECFN auf Angle überraschend. Why not? Da haben wir es. Wenn das der Headshot ist, kannst du ein bisschen Raum gut machen, aber direkt auch das Support-Molly, glaube ich, hinterher. Mantu noch mit dem Frag gegen Merker obendrauf. Ja, Dominik hat zumindest nochmal Andy bekommen, also das Timing richtig gut, aber die Ave können sie natürlich mitnehmen. So, was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir auf der CT-Seite keine AUG sehen. Könnte man die Profis ja mal fragen, warum die M4, warum nicht die AUG? Jetzt, wo sie vom Geld her im gleichen Bereich sind. So, und Devisen. Kann kaufen. So, und sie haben ein VB abgestellt. Ein guter Move von den Panthers. Sie schicken Andy mit der AWP an B kurz nach vorne. Das heißt, jetzt muss Devisen den Raum erst wieder einnehmen. Mit dem B-Take ist es damit also nicht so einfach. Und auch in der Mitte sehr wenig Druck. Die Tür aufgenadet. Das ist von einem CT kam die HE. Die Tür aufgenadet, dann zieht die AWP rum. Absolut lecker. Und ich glaube nicht, dass die Panthers das schon zum ersten Mal gespielt haben. Sehr geiles Play. Wirklich geiles Play. So, du solltest jetzt nicht übertreiben. Genau, 3, 4 Schüsse, ich glaube es waren 8 im Endeffekt, dann von dem Winkel weg, wo man gegen geprefired werden kann. Kleiner Tower hier, aber auch das abgezielt, kann Merker direkt wieder abbrechen. Ist nachvollziehbar, dass er da dann keinen Bock mehr hat. Und vor allem die Position jetzt gemollied, aber das haben die Panthers sogar erwartet. Der Positionswechsel kam sehr früh, das macht den Raum am Monstergang allerdings auf. Oh, der Bang von Dude geht nur knapp vorbei, ein bisschen tiefer. Der Kill hätte gesessen, hat ein gutes Timing gegen die Arbe. Der Spieler hinten im Underground geht auch down. Er muss da vorne um die Ecke. Der Spieler an der Säule oder im Wasser kann ihn nicht supporten. Aber Andy hält seine Position zumindest sehr gut. Und es ist Merker, Last Man Standing gegen 4. Die Bombe hat er auf dem Rücken. 25 Sekunden, nicht viel Zeit. Die Flash kommt aber an die Säule. Und ich glaube, er ist gespottet worden. Dude kommt im gleichen Moment über den Monstergang noch rum. Auch der Peak war wirklich super sauber ausgespielt.
gut supported worden mit der Flash und ich glaube, dass Dude sogar die Flash gegeben hat, also der supportet sich einfach selbst. 8-0! Uiuiuiui, Devisen sieht hier gar kein Land. Wir hatten ein, zwei knappe Runden, die aufgrund des schnellen Tempos dazu geführt haben, dass sie knapp geworden sind. Eventuell ist das auch die Idee von Devisen. Nochmal schnell entgegen der Molly auf die Smoke. JDC weiß natürlich, was kommt. Er smoked erstmal ab, damit er hier ein bisschen besser mit der Deckung spielen kann. Hat sein Spray wieder gut unter Kontrolle. Dude hier hinten, auch ein schöner Headshot. Deutlich besser im Spiel drin als auf Mirage. Auch die Spray-Control halbwegs sauber. Hat der Spieler eventuell in die Smoke? Na, ist nicht gesehen worden. Die nimmt sich ECFN dann noch mit, als Pulse G da wieder rauskommt. 9-0. Es war, glaube ich, auch wieder runtergeforst. Es gibt eine Pause bei den Panthers. Eventuell. So, John's Mom is harassing him. Okay, also bei JDC die Mama im, ja, die Mama im, im Zimmer gibt anscheinend gerade nochmal auf die Fresse. Okay. So, aber alles wieder gut. Die Panthers sind wieder bereit. Und Devisen kann wieder kaufen. Also ein übertriebener Force Buy war es jetzt nicht. Mutti gibt Calls, ja. So, Devisen muss halt jetzt auch gegen die Doppel-AWP stehen. Ich weiß nicht, ob Mantu vorher schon die AWP hatte. Ich habe gar nicht genau drauf geachtet. Auf jeden Fall ist sie jetzt da. Und Andy steht an der Lang. Also, kleines Überraschungs-Setup. Mantu Andy schießt, ECFN zieht rum. Wenn Andy down geht, wäre natürlich krass und Andy fällt. ECFN bleibt jetzt ruhig. Leichter erster Shot. Oh, er will sehr viel und er kriegt viel. Das war der Triple Kill von ECFN. Dafür, dass Andy am Anfang down geht, ist das genau die Aktion, die die Panthers gebraucht haben, um das zu kompensieren. Und wie bitter ist das für die Weisen. Du bekommst so einen mega First Frag gegen Andy. Und ECFN haut dir einfach drei Leute vom Baum weg. Absoluter Holzfäller der ECFN. Junge, tut das weh. Aus die Weisen-Sicht. Von so einer Schelle muss man sich auch erstmal mental erholen. Weil das ist Andy zu picken, der so viel Impact hat mit der Awe. Das ist ein Crucial Frag, auch wenn es ein 4 gegen 5 in dem Moment ist. Aber dass ECFN dann nicht direkt gerefragt wird, das haben sie sich selbst auf die Fahnen zu schreiben. Jetzt zumindest noch das 1-on-2. Kann Sunny das vielleicht klatschen? Das wäre doch mal was. Smoke vorne die Brücke ab. Dude bleibt im Spray. Und er sieht ihn an der Kante. Ja, und das Dude hier so sauber schießen kann, das haben wir in den Highlight-Clips der letzten Woche gesehen. Er hat er aus ähnlicher Position 4 Kills gemacht. Okay, war deutlich weiter hinten, aber trotzdem eine starke Position. Und schön auch die Smoke erkannt, dass die eine Lücke hat. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht so gesehen. Aber ich bin ja auch kein Smoke-Criminal. 10-0. Bis jetzt perfekt. So, kurz vor, trotz kurz Molly. ECFN hat Hits bekommen. Und mit dem Push rechnest du dann nicht unbedingt. Aber Dude Spray. Nicht das Gelbe vom Ei. Dominik bekommt da nochmal in den Fuß geschossen. Ein 4 gegen 4. Aber sie bekommen die AK von Dude gepickt. So, und in den Toiletten steht ECFN wieder weit vorne. Und den haben sie immer weit vorne stehen. Also, ECFN. Vielleicht ein bisschen schnell das Ganze. 10 AP, aber Frag passt. JDC an B nochmal einen Kill gemacht. Die Bombe E in Buxtehude gelandet. Also, die liegt noch an der T-Base. 11-0. Und jetzt gibt es nicht mehr viele Runden in der Halbzeit. Ein 11-4 wäre noch drin für die Weisen, wenn sie jetzt alle Runden, alle verbleibenden Runden noch holen würden. So, Dominik hat da direkt eine Fixpunkt-Smoke. Junge, wo geht die hin? Ich glaube, das ist die Smoke hinten zum CT-Eingang. Das ist also ein Fake auf einen schnellen B-Go, aber was fehlt, ist der Molly Richtung. Oh, Richtung Toxic. ECFN wieder mit 2 im Underground. Uiuiuiui. Auch so eine Ecke, die man deutlich sauberer checken kann. Andy macht dann einfach 3 von kurz. Das
Das, wie willst du da noch irgendwas machen? Devising kommt zu gar nichts. Aber war auch hier, glaube ich, wieder eine Eco. Sie werden wieder kaufen können mit dem Geld. Die überrollen die ja förmlich. So, der Molly wieder in die Mitte. Die nimmt sich da immer ein bisschen Zeit für. Also sie müssen damit davon ausgehen, dass es Spieler gibt, die schon Richtung Spielplatz durchkommen. So, Pudgy B nur am Abzielen. Ich denke, die Info reicht den Panthers erstmal, dass das hier ein defensives B-Spiel ist. Aber da stehen jetzt auch schon wieder drei Leute. Den Raum kann man natürlich recht schnell zurücknehmen. HE schon in der Hand, aber ja, da musst du natürlich aufpassen. Leicht bangbare Position an dem Holz. Das wird jetzt hier so ein B-Explode. Die Flash kommt durch. Keine Chance für JDC. Ich glaube, sie haben die Öffnung gefunden. Aber Manto noch mit einem Kill. Der wird getradet. Im Wasser abgezielt. Geht Dude auch down. Sie smoken mitten auf den Spot. Ja, Son überlegt noch, wie kann ich meinem Team jetzt am besten helfen. Und am Ende hebt er seine Utility dann doch noch auf. Sie haben es geschafft. Aus der Traum von den Panthers, dass das hier ein 16:0 wird. So diszipliniert, wie sie auf Mirage gesaved haben, werden sie das auch wahrscheinlich hier auf Overpass tun. EZFN hat ja nochmal eine Flash, aber das wird mehr auf Exit Frags abgezielt sein. Er wäre in ein Kreuzfeuer reingelaufen, keine Chance. Ich meine, sie haben jede Menge Kohle. Es sind nach dieser Runde nur noch zwei zu spielen. Da können sie auch die beiden Waffen nochmal reinwerfen, um zu gucken, ob man Devising hier die Butter vom Brot nehmen kann. Also Equipment Damage zu machen, Geldschaden zu machen, sodass die hier nicht sauber nachkaufen können. Aber das Nachkaufen war für Devising kein Problem, ist für die Panthers kein Problem. Dementsprechend gehen wir in Runde 14 auf beiden Seiten gut equipped in die Runde. Und wieder geht es Richtung B. Der schnelle Molly direkt gelöscht, die Flash auch raus. Boah, wie JDC da auf die Kante direkt in den Kopf gibt. Es ist echt unmöglich. Und EZFN, seht euch das an. Der ist die Ruhe weg. Der steht hier in der Mitte vorne. Hat auch immer wieder den Blick Richtung Alang. Da gab es eine Flash. Er weiß, dass da vorne einer steht. Der muss aber auch hier hinschauen. Die haben null Fokus. Er kommt aber nicht weg. Die Bombe mit Rotation Richtung Mitte jetzt angesagt. Ist eine Situation, in der die Panthers eine Überzahl haben. Und die Weisen erstmal wieder ein bisschen Kontrolle brauchen. Und die bekommen sie durch den Frag von Sonny. Der zieht das Tempo jetzt an. Muss seine Granaten jetzt so einsetzen, dass er den Spot gut kontrollieren kann. Auch schön, dass er hier nicht direkt mit der Smoke in der Hand erwischt wird. Ja, die Doppelsmoke jetzt ein bisschen unnötig. Kirby geleitet den Bombencarry, das ist Pulse G, auf den Spot. Aber das Timing für den Retake ist hier gar nicht so schlecht. Dude auch direkt rausgeflasht, aber die haben nicht gepasst. Da hat eine vor den LKW gefehlt. Und es ist nur noch JDC. Der müsste, glaube ich, sogar überlegen, ob er die AWP nicht saven geht. Aha, und mit der AWP, das kann er nicht. Das geht nicht. Jetzt muss er eigentlich abhauen. JDC. Und die verlorene Elvis-Tolle. Er geht halt echt noch rein, ne? Also, will den hier festhalten. Okay, ich nehm's zurück. Der Schuss war nicht von schlechten Eltern. Und ich glaube, er weiß, dass er hier in der Bank noch überlebt. Ah ja, okay. Es ist gut gespielt. Sehr gut abgewegt, wie viel Risiko er da noch eingehen kann. Sahniges Spielgefühl von ihm. Autosniper bei Dude. 12:2. Ja, es könnte immer noch ein 13:2 werden, was dann. Es bleibt dabei. Deutlich ist es so oder so. Egal, ob die Runde noch an Devising geht. Zumindest bekommt Devising dadurch nochmal ein bisschen Aufschwung. Schnell B muss es am Anfang anscheinend immer sein. Die Smoke ein bisschen geblockt worden. Eventuell hat die links eine Lücke. Aber sie haben Sonny hier sehr leicht bekommen, weil der vor den Flashes eben rumzieht. Das Timing hier nicht sauber gewesen. Ja, leichte Treffer für JDC, aber die sehen auch wieder super sauber aus. Pulse G schnappt ihn sich, aber Dominik noch mit einem Refrag. Kann jetzt mal die AWP von Andy was machen? Jawohl. Dominik geht down, aber währenddessen ist Mantu noch gefallen. Autosniper zielt da an und den letzten haben sie dann bekommen. 13:2, also zur Halbzeit. Für uns natürlich auch direkt der Blick aufs Scoreboard. 21 Frags bei Andy. Hatte richtig viel Bock mit der AWP hier auf Overpass. 15 bei EZFN, JDC mit 13, 11 bei Dude und 7 bei Mantu. Und bei Devising
waren Pulse G und Sonny die mit den meisten Frags, beide mit 9, 6 bei Dominik und 4 bei Kirby und Merka. Es sieht alles danach aus, als würden die Panthers dieses Spiel auch schnell beenden können. Bisher 3 von 4 Pistol Rounds gewonnen. Wird es jetzt die 4. von 4 oder kann die Weisen mal zeigen, dass sie auch pistolstarke Spieler dabei haben? Die Panthers machen es nicht nur auf Gesicht in den Pistol Rounds, sondern sie spielen auch sehr sauber. Also sie haben auch sehr langsame Taktiken. Gehen hier erstmal mit 4 Leuten in den Underground und die Mitte nur passiv angezielt. Dominik. Gecheckt. Dude, oh, was hat er vor? Die Granaten sind jetzt down. Seine Team, er dachte, wenn sich Dominik zurück... Dominik muss jetzt geholt werden. Kriegt auch keinen zweiten. Aber der Frag hat lang gedauert. Das heißt, diese Underground-Mitte-Sache, die kann Devisen jetzt eben verwerten. Sind an B durchgepusht. Schicken Pulse G da jetzt schon Richtung T-Base. Und das Problem ist, dass der noch sehr lang braucht. Das heißt, wenn die Panthers jetzt Gas geben, haben Smoke und Flash noch bei ECFN. Der wirft jetzt auch die Granaten, bleibt noch ein bisschen hinten stehen, aber das Timing passt nicht für Pulse G. Sonny hier unter Druck. Guter Schuss hier. Sonny sogar mit dem zweiten, aber ECFN kurz davor zu zaubern, legt die Bombe jetzt auch so. Oh, er macht nur einen Fake Plant. Wechselt auf die Glock, weil die USP anscheinend leer war. Und sie pushen jetzt gemeinsam Richtung CD Base. Und jetzt will er durchlegen. Genau in dem Moment ist Pulse G zur Stelle. Sie haben eigentlich mit allem gerechnet. Im One-on-One, die Bombe kann hier easy gepickt werden. 40 Sekunden noch für Andy. Auch schön, dass er den Laufweg über den LKW wählt. Pulse G. Erst veraimt und dann wieder sauber drauf. Es ist die Pistol-Round für Devisen. Und da will ich jetzt nochmal alle Devisen-Fans im Chat ein bisschen Stimmung machen sehen. Denn jetzt könnten sie hier ein Comeback fahren. Aber die Möglichkeit für die Panthers für ein Force-Buy wäre da. Der wäre sehr potent. Sie spielen den aber nicht. Sie spielen die Eco. Deagle bei ECFN, der hatte ja 2 Kills. Und die P250 bei Andy, der ja auch einen Frag gemacht hat. Man bleibt also über den 2000. Wird nächste Runde also mit knapp $4,400 bei jedem dastehen. 4.450, um genau zu sein. Ohne die Kills, die jetzt natürlich noch dazukommen könnten. So, Sonny hat eine gute Posi. Und ein solides Spray. Die P2000 natürlich auch keine schlechte Wahl. Schön. Ah, da hilft Dominik aus. Also zum Ace wird es nicht mehr kommen. Andy. Prey feiert das sauber. Aber das ist ja mit dem letzten Schuss von Dominik nochmal beendet worden. Flawless die Runde für die Weisen. Aber die wissen es jetzt natürlich auch. Denn sie haben es eben genauso gespielt. Jetzt kommen die AKs der Panthers. Und das Ganze ohne Plant. Das neue Geld. So, Mantu. Tiefe Smoke haben sie aus der CD-Base geworfen. Ein Molly hinterher. Ist erstmal so, dass die Panthers dadurch abstoppen. In der Mitte wieder aggressiv vorne. Schön, dass die Weisen bei so einem Spielstand nicht zu passiv steht, sondern zeigt, dass sie noch dabei sind. Der Go kommt. Super Support Flash. Aber noch kein Frag da rausgeholt. Wieder eine Flash, die ordentlich sitzt. Aber was ECFN da für einen Fokus hat, ist einfach nur Weltklasse. JDC auch mit dem Blick Richtung Windows. Sonny jetzt aber von hinten den Doppelkill mit dem P9. Kirby ist sogar dabei. Andy kommt jetzt mit dem Backstep des Backsteps. Aber er wird auch von Sonny geholt. Und das war ein Mega-Play. Gutes Timing, denn eigentlich hatten die Panthers mit dem Window und Wasserkill einiges an Kontrolle bekommen. Sehr guter Utility-Einsatz von Devisen und sie untermauern nochmal, dass sie eigentlich ein Team sind, das weiß, wie man Counter-Strike spielt. Und trotzdem haben sie in dieser ersten Halbzeit sehr alt gegen die Panthers ausgesehen. So, wieder die Eco für die Panthers. Dominik mit dem First Frag in der Mitte. Wahrscheinlich noch mehr Leute durchhüpfen sehen und Sonny. Er wartet jetzt hier darauf, dass die Anna lang vorkommen. Da macht Dominik schon den nächsten. Oh, das Timing ist super aus dem Underground. Aber genau im richtigen Moment schaut er Richtung lang. Die Bombe da gespottet. Er bekommt den zweiten. Der Spieler am Kurz ist auch gecallt. Also Sonny auf dem Weg zum Triple Kill. Schön gespielt von ihm. Gut getimed. Vor allem gut gehört, wann die Spieler Anna lang vorkommen. Da kann er den im Underground auch erstmal liegen lassen. Sein Teammate zielt ja an. Und wir haben schon Runde Nummer 6 für die Weisen. Aber trotzdem ist das noch eine schwere Aufgabe. 7 Runden noch bis zum Ausgleich. Und ganze 10
bis zum Sieg. Währenddessen brauchen die Panthers gerade mal 3 Runden, um die Partie zu beenden und weiter ungeschlagen zu bleiben. Das so ein 12-3, oder was, ein 13-2, lasst mich gerade, war ein 13-2, nochmal kippen kann, so ein deutlicher Halbzeitstand. Das haben die Panthers schon gezeigt. Gegen Oronix Gaming ging es in eine 6-fache Overtime, gegen Ice Union die 3-fache. Es könnte natürlich auch sein, dass das hier wieder passiert. Das aber jeweils auf Cash gewesen. Support Flash für den Monstergang-Push von Devisen. Also wieder ein aktives CT-Spiel. Immer noch. Oh, den Spieler an A alleine. Das ist, muss jetzt die schnelle Rotation von Pulse G geben. Und jetzt muss man was aus der Info vor B machen. Immer noch ein bisschen zu langsam gespielt. Und ECFN wartet jetzt noch, weil er die Flash Richtung Monstergang gehört hat. Keiner seiner Teammates gestorben. Da muss er jetzt auch keinen Gas geben. Wichtiges Duell hier von Pulse G, aber der Refrag von JDC, der kommt zu schnell. Und jetzt ist Kirby natürlich out of position. Vom Timing her hat er keine Chance, da noch irgendwie so einzugreifen, dass die Bombe down geht. Und da bleibt ihm jetzt schon nichts anderes übrig, als seine Waffe zu saven. Ja, ECFN bleibt auch im Connector. Hat hier mehr die Lurker-Position, die er wunderbar ausgespielt hat in dieser Runde. Ihr seht auch, dass Kirby genau weiß, dass er gegen den Underground gar nicht erst facen braucht. Wenn er da zu weit an der Party rumzieht, wird er vielleicht sogar gedoppelt. Und auch Alang wird wahrscheinlich abgezielt. Also hinten stehen bleiben. Das Beste, was er machen kann. Oh, warum schießt er da? Jetzt hat er sich damit auch noch verraten und verliert die Waffe. Aber es ist nicht so dramatisch, denn Devisen hat noch genügend Geld, um zu kaufen. Ja, und da ist er wahrscheinlich mit der Maus an die Tastatur gekommen. So. Sonny. Dominik wieder vor. Mir gefällt das aggressive Spiel von Devisen. Sie haben ihre kleinen Moves. Kirby soll jetzt kurz offensiv gehen, den Underground-Spieler auch darüber supporten, wenn er aufs Radar schaut. Es ist sehr kompakt aufgestellt von Devisen. Null Fokus, null Infos in der Mitte. Und sie gehen jetzt im Underground vor und seht euch das an. Wie Dude auf sowas wartet. Jetzt kriegen sie noch den zweiten Spieler da im Wasser. Da sind noch zwei weitere. Und Dude holt sogar den nächsten im Underground. Und ist das der Unterschied zu Mirage? Dass Devisen deswegen keine Chance hatte, weil ein Dude eben hier auch seine Position so sauber hält. Vor allem auch auf der T-Seite hier exzellent spielt. Oh, was ist Support Flash? Kirby mit dem Doppel. Aber Mantu kommt rechtzeitig hinterher, um auch da einen Refrag zu machen. Jetzt ist Pulse G alleine, wird von Andy gesehen. 15-6, es ist der Matchpoint für die Panthers. Und bei Devisen ist das Geld knapp. Kirby hat nochmal eine M4. Aber die ist auch nur drin, weil er den Doppelkill gemacht hat. MP5 bei Pulse G, ansonsten 3 CZs dazu. Klassische CSGO-Runde, so nenne ich das. Die geht in 75% der Fälle auf. So, Sonny. Ja, reingeflasht worden. Die kamen nicht da an, wo sie die Gegner geblendet hätten. Schöne kleine Idee, kann man mit einer CZ mal machen. ECFN jetzt nur auf... Oh, B-Push! Sorry, da hatte ich kurz den Fokus aufs Radar verloren. Sie machen gerade die Räume eng für Devisen. Für die Panthers. Aber Andy zielt nach hinten ab. Der zweite geht in den Underground rein. Wenn sie da jetzt immer einzeln sterben, ist das natürlich super schlecht. Gut, dass sie über den Underground jetzt Richtung B gehen. Das ist genau die Lücke, die in solchen Momenten steht, wenn man eine B viel Kontrolle verliert. Und Dominik versetzt den Headshot gegen Dude. Kirby ist im Underground abgefangen worden, denn auch den Fokus haben die Panthers in dem Moment. Und da ist es passiert. Dude mit dem letzten Frag. 16-6 gewinnen die Panthers auch diese Partie. Und damit sind die Panthers weiter ungeschlagen in der 99 Damage Liga. Holla, die Waldfee, die sind aktuell wirklich unstoppable. Super krasse Leistung von den Panthers hier wieder auf beiden Maps. Und Devisen muss sich eigentlich nicht verstecken. Hier hat man gegen wieder einen Top-Favoriten verloren. Ist natürlich ein schwacher Start. Die nächsten Spiele werden für Devisen entscheidend sein. So, ich will jetzt aber noch nicht direkt in die Abmoderation rübergehen, sondern wir haben natürlich noch ein Interview für euch.
ECFN wird am Start sein. Ich warte noch kurz darauf, dass er, ja, dass er in den Discord zu uns kommt, damit wir uns mit ihm unterhalten können. Ja, was soll man sagen? Das sind 22 gespielte Runden, 26 Frags für Andy und ECFN beehrt mich mit seiner Anwesenheit. Hallo ECFN. Moin, was geht? Was geht? Das sollte ich dich eigentlich fragen, denn die Panthers sind, ihr seid gerade unstoppable, ECFN. Woran liegt's? Ja, weiß nicht. Wir haben jetzt noch nicht so viel trainiert, aber bis jetzt lief's halt eigentlich überall ziemlich gut. Also, wir sind ja ESL ungeschlagen, 99, und ESEA spielen wir auch. Ich glaube, das ist nur Intermediate. Und da läuft es bis jetzt halt auch ziemlich gut. Ich glaube, da haben wir bisher nur eine Niederlage. Okay, dann ich geh mal ein bisschen vom Spiel weg und frag dich mal so ein bisschen persönlich. Nach dem Abgang aus Alternate Attacks hatte man von dir ja sehr wenig bis gar nichts gehört. Was hast du in der Zeit gemacht und wie kam das mit den Panthers zustande? Also direkt, also ich bin ja praktisch bei Alternate gebencht geworden. Das war so gegen Ende der vorletzten Season. Mhm. Und dann hatte ich schon ein bisschen Kontakt zu Dude gehabt und war schon im Gespräch über ein Team, aber ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich fast gar nicht mehr motiviert und wollte unbedingt eine Pause haben, weshalb ich mich dann halt dagegen entschieden habe und dann jetzt halt zum Anfang dieser Season war ich dann halt nochmal in Kontakt zu Dude gekommen und dann hatte ich auch wieder richtig Lust. Also ich habe dann ungefähr, ich glaube, 3 oder 4 Monate gar nicht gespielt. Also habe ich irgendwie insgesamt vielleicht 50 Stunden CS gehabt oder so über die Zeit. Mhm. Und ja, als es dann so eigentlich schon fast feststand, dass ich da joine, habe ich dann wieder so angefangen, Deathmatch halt zu spielen. Ja, läuft ja gut, ne? ja, was jetzt schon? kommen wir zu den Spielen direkt. Jetzt wurde Mirage von Devisen gepickt. Die Devisen hat für mich in dem Spiel nicht schlecht performt und trotzdem seid ihr da sehr, sehr dominant aus. Wo waren die kleinen Probleme gerade auf der CT-Seite auf Mirage, sodass Devisen zum Ende der ersten Halbzeit hin noch zu Runden gekommen ist? Und wie läuft es ansagertechnisch bei euch ab, dass ihr vor allem in den Midround-Calls sehr viele richtige Entscheidungen trefft? Also am Anfang lief es auf jeden Fall, also auf Mirage ist auf CT-Seite. Am Anfang hat Devisen halt noch ganz anders gespielt als gegen Ende hin. Da haben sie sehr langsam gespielt, haben uns Räume gegeben und wir konnten eigentlich schon fast machen, was wir wollten so. Und dann haben wir halt weiter so gespielt und sie haben das dann geändert und weiß nicht, da waren Runden dabei, da sind sie einfach mit rumgegangen, haben direkt ein Entry bekommen oder irgendwelche Peaks. Also wir waren dann overconfident, weil wir die ersten Runden so einfach gewonnen haben eigentlich und sind dann ziemlich doof häufig am Anfang reingefaced und haben es halt auch nicht erwartet, weil sie da halt einen kompletten Wechsel von ihrem Spielstil praktisch hatten. Und Midround-Calls, wer übernimmt das bei euch? Ja, Dude macht eigentlich das meiste, was mit Calls zusammenhängt. Einzelne Spieler, also kommt natürlich darauf an, was für Infos die einzelnen Spieler halt haben und also T-Seite macht eigentlich Dude fast komplett, außer ich gebe halt ein bisschen Input, weil ich meistens am Lurken bin. Das heißt, ich habe die Info am anderen Spot. Aber hauptsächlich ist es gut. Okay, auf Overpass ist mir vor allem aufgefallen, das war auf Mirage aber auch so ein bisschen so, dass du sehr aggressiv immer stehst. Also du hast kaum defensive CT-Position. Ist es ganz bewusst so gespielt, dass du so ein bisschen verheizt wirst für Informationen auf der CT-Seite? Oder ist es, hat es einen ganz anderen Hintergrund? Liegt es dir einfach eher, die aggressiven Positionen zu spielen? Also mir persönlich, also mir macht es einfach sehr viel Spaß, so zu spielen und mir liegt es halt eigentlich auch ganz gut. Also ich komme meistens in irgendwelche Situationen, wo man halt sonst nicht reinkommt und jetzt klappt es halt ganz gut. Also meistens, auch wenn ich halt sehr offensiv stehe, habe ich dann meistens halt trotzdem einen Frag, was dann halt nicht unbedingt jetzt das Beste ist als CT, aber wir spielen halt meistens auch auf der anderen Seite dann so defensiv, dass wir halt immer die Rotation noch rechtzeitig haben oder so. Also momentan läuft es halt eigentlich so gut, dass ich mir das halt leisten kann, so offensiv zu spielen. Okay, alles klar. Dann danke ich dir fürs Interview. Ne? Wünsche euch noch viel Erfolg in den weiteren Seasons. Bisher sieht es natürlich sehr gut aus, immer noch ungeschlagen. Und grüße mir deine Jungs von mir. Ne? Danke, mach ich. Alles klar, haust danke rein. Danke fürs Gast. Jo, ciao. Ciao. So, Leute, das war... Ich muss hier gerade mal noch was machen. So. Wollen wir den Streamer-Modus aktivieren. So, dann haben wir jetzt nämlich auch keine Sounds mehr.
Jawohl. Okay, wir haben jetzt noch ein anderes Match für euch, Leute. Das gerade war ECFN von den Panthers, die jetzt aktuell mit 6 Siegen, 0 Niederlagen ungeschlagen in der 99 Damage Liga stehen. Ich bereite hier gerade schon mal vor das nächste Map-Veto. Ich muss mich da ein bisschen ranhalten. Es kann sein, dass das schon läuft. So, und genau, Veto startet. Bei mir noch nicht. Alles klar, dann rufe ich